Die Frage ist jetzt, wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Das weiß ich nämlich nicht. Wir gucken mal in die Aufträge. Wir hatten ja, glaube ich, ein paar, ne? Oh ja, hier. Der Himmel ist die Grenze. Sprich mit Imelda Race. Aber das war so weit weg, da erinnere ich mich. Überraschungstreffen. Triff dich im verbotenen Wald mit Poppy. Und sprich mit Nati Hogsmeade. Die Schulleiterin spricht. Sprich mit dem Porträt von. Ah, das ist dann ja die nächste Prüfung. Okay, wir machen das Überraschungstreffen mit Poppy. Ah ja, die Schnatzer, das ging ja um die Wilderer, ne? War das nicht so? Die Wilderer haben doch das Tagebuch von Nattis Großmutter gestohlen, wenn ich mich nicht irre. Die Feigenhunde. Ja, das ist schon wieder voll. Voll. Dann gucken wir mal. Einmal mit Nati vom verbotenen Wald. Weltkarte. Alles hier oben, ne? Jackdaws Grab. Da wollen wir hin. Da reisen wir hin. Welche drin? War ich da drin? War ich schon mal in Jackdaws Grab? Ich weiß nicht. Revelio. Ich glaube, oder? Ich glaube ja. Revelio. Ja, war ich. Doch, war ich. Doch, 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 ich erinnere mich. Auf in den verbotenen Wald. Again. Meine liebe Poppy. Das. Ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Klar will ich helfen. Werden wir hier die Zentauren treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können Sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, Sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur. Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir Warum sind redet sie einfach dann so ehrlich und komisch? sagen Ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen Sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit Ihnen, erzählen Ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortet. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe.
Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Wie sind der so anti? Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Weil die womöglich einen beschützen. Das macht doch eigentlich Sinn, oder? Irre ich mich. Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Dorian. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Das war ja klar. Na denn, das war ja klar. Wir haben ja noch mehr Aufträge, ne? Was haben wir denn? Erpresserische Absichten. So heißt das. Nutty for Hogsmeade. Warte. Ja, so weit ist das eigentlich gar nicht, ne? Fliegen wir kurz hin. Da fliegen wir kurz hin. Erstmal raus aus dem Wald hier. Geiler Sturzflug, würde ich sagen. So. Liebe Miss Onai. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert? Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde,
erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Hm. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Ray bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Bei Besenknechts. Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickel gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Hm. Nee. Die Tür. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ja, guck mir mal. Mensch, du hast ja gar nichts. Das ist ja sehr schön, wie viel du hast. Und jetzt hast du wenigstens ein paar Handschuhe. So, dann gucken wir mal. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Oh, Isko, was habe ich getan? Genau, Mrs. Isko. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickels befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Fühlt sich komisch aus. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isko zahlt den Preis dafür. Schade, ich komme gerade nicht ins Menü. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iskos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isko, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iskos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Hm. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickel wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Okay, Mrs. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zu Ende der Woche mit einer eine Antwort erwarten? So, da war irgendwie OBS weg. Aus irgendeinem Grund hat sich in diesem Spiel einfach HDR wieder aktiviert. Das ist mir eben aufgefallen. So. Nach nochmal abschalten. Das kann nicht wahr sein. Das ist nicht normal. Aus irgendeinem Grund hat er tatsächlich das ganze Spiel einfach mal die Grafik komplett zurückgesetzt. Jetzt mal wieder ein bisschen geändert.
Aber Mango, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Ich habe noch deinen Alert gesehen, aber dann war es schon wieder vorbei. Dann war irgendwie mein OBS weg. Ey, das tut mir voll leid. Ich verstehe nicht, was das hier schon wieder war. Und wie gesagt, mir ist das schon aufgefallen, weil das Bild in der Aufnahme so komisch grau war. Aber jetzt läuft er wieder nochmal. Ich reiz nicht. Es gab nicht mal ein Update von dem Game. Das ist das Geilste. Es gab nicht mal ein Update von dem Game und trotzdem ändert er die Einstellung einfach. Kann man machen. Ist normal. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. Machen wir. Dieses Spiel, ne? Dieser PC, der geht mir immer mehr auf und sagt irgendwie. Rebellio. War hier nicht irgendwo noch. Hier waren noch irgendwie noch ein paar Schlösser in dem Haus, oder? Ich hier nicht noch irgendwie ein bisschen was knacken? Nee, irgendwie nicht. Nee. Nö. Okay. Mango, bist du denn noch da? Oder hast du dich schon abschrecken lassen und denkst jetzt, boah, nee, kaum mache ich da einen Alert und schon verzieht er sich. Ich vermisse die Horror-Streams. Diesen Mittwoch gibt's einen. Rebellion. Diesen Mittwoch ist er geplant, tatsächlich. Muss hier weiter runter. So. Ein kleiner Baum. Oh, dann der Baum. Wir müssen zweimal die Woche kommen. So viel Content gibt's leider nicht. Otto Dibbel arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Okay, Otto. Mr. Dibbel, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Ich habe gestern Evil Dead Rise angeschaut im Kino. Kennst du? Nein, kenne ich nicht. Ich kenne den ersten Teil aber. Und es ist, ich fand den ersten Teil nicht so gut, weil das auch einfach nur ein billiger Abklatsch war von Tanz der Teufel tatsächlich. War total schade. War gut umgesetzt, fand ich, aber der war langweilig irgendwie. Ich habe am Samstag Cyberpunk zu Ende gespielt. Am Ende hatte ich jetzt eigentlich mehr erwartet als eine kleine Cutscene. Ich glaube, das haben tatsächlich ganz viele andere auch. Das haben ganz viele andere wahrscheinlich auch erwartet, dass da mehr passiert. Aber trotzdem, sehr geiles Game, oder? Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm. R.H. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist.
Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Jo, aber irgendwie macht das Spiel keine Lust für einen zweiten Durchgang. Irgendwie hat man alles schon gesehen gefühlt. Ja, da gebe ich dir recht. Ich hatte das auch schon mal ein zweites Mal nochmal angefangen, aber man kommt schnell raus, weil man doch irgendwie alles gemacht hat. Man hat ja auch die ganzen Nebenmissionen gemacht. So, und danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Da bin ich voll bei dir. Ich würde ihn nur zu gerne in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Ich finde, er ist irgendwie komisch. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Das muss hier irgendwo sein. Guten Tag. Rivelio. Er begrüßt Philbert. Verzeihung, Mr. Philbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Alcibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Okay. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Wie lange geht denn Hogwarts? Spielst du es schon seit Wochen für Stunden? Ist das so viel Inhalt? Ja, doch. Du schaust mir ja doch schon ein bisschen länger zu. Daher weißt du ja wahrscheinlich auch, dass ich auch immer alles sehen will und alles mitnehmen möchte. Nebenmissionen weitestgehend mache tatsächlich. Und ja, und hier gibt es sehr viele Nebenmissionen und Rätsel. Und da bin ich halt immer wieder dran neben den Missionen. Deswegen zieht sich das Spiel doch sehr. Nutty ist sonst nie zu spät. Aber das macht ja nichts. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht. Hier irgendwo sein. Oh.
Naughty. Den kann man eigentlich als guter oder böser Charakter spielen. Sowas wie ein Red Dead mit dem Moralsystem. Also so richtig nah, so richtig nein. Nattys Zauberstab. Und du kannst fies sein, ja, aber sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Aber das ist jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend fürs Game tatsächlich, fürs Geschehen. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Revelio. Was? Was ist denn? Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ja. Als Spinnerin versteckt. Gehen wir da mal rein. Und dann machen wir da unten mal ein bisschen Rambazamba. Kann ich nicht auch mit zwei Zauberstäben so richtig auslassen? Führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Tag hier! Incendio. Ups. Accio. Eine Geheimtür. Ah. Revelio. Revelio. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Okay. Da wurde sie mal ganz einfach gecatcht. Aber ey, die Welt der Zauberei ist einfach geil. Ich sollte unentdeckt bleiben. Das ist irgendeine Barriere, ne? Revelio! Das Mädchen als Köder benutzen? Bring es einfach um. Carlo sagt, ihr Freund ist reichlich genug. Er will ihn lebend. Nur jemand von Hogwarts wäre auch stark genug allein. Halt einfach Ausschau. So. Gwendolyn Zhu. So, Leute, wie wollen wir reingehen? Wollen wir Rambazamba machen oder wollen wir sneaken? Ihr dürft entscheiden. Rambazamba. Rambazamba oder sneaken? Ding, 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 ding. Ich mich da reinziehen lassen. Rookwoods Drecksarbeit. Nein. Revelio. Eine Antwort ist auch eine Antwort. Schwarm. Dann muss ich wohl selbst entscheiden. Bringen wir diese Sache hier einfach hinter uns. Eine Zeitverschwendung. Nicht meine Schuld, wenn Sie das Kleingedruckte überlesen. Bist mir lieb wie ein Augury, was? Der vom kommenden Regen singt. Wie ein treuer Krupp warnt ich Hi, auf dass der Wind dich zu mir bringt. Mein Herz verzaubert, das hast du. Und nun bin ich ganz die deine. Auch ich hab's gewusst im Nu. Bist mir ewiglich der eine. Dulcibella Filbert, was für ein Name. Das Buch mit Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich sicher darüber freuen. Agabus Filbert. Agaboos. Revelio. Reticus Totalus. Den einen haben wir so gekriegt. Das Mädchen macht nur Ärger.
wurde Zeit, dass wir es einsperren. Revelio. Wenn jemand Ärger sucht, bin ich genau die Richtige. Ich suche keinen Ärger, ich finde ihn einfach. Haltet Ausschau nach ihrem Freund, wenn er dumm genug ist, hierher zu kommen. Meine Mutter sagte immer, ein freier Kopf sorge für einen freien Nein. Weg. Dein Weg scheint allerdings genauso vernebelt wie dein Kopf zu sein. Es ist anstrengend, den ganzen Tag rumzustehen. Revelio! In Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Ich bin stolz, ein Idiot zu sein. Ich glaube, das reicht langsam mit Sneaken, oder? Revelio! Oh, irgendwas, was wir noch nicht eingesammelt haben. Echt Roylands? Revelio. Was? Revelio. Okay. Alter, man kann einfach so einen starken Gegner einfach platt machen. Alles klar. Hätte ich nicht gedacht. Aber es geht. Revelio. Was ist das? Vielleicht sehe ich mal nach. Genau, sieh doch mal nach. Revelio. Geh mal lieber besser gucken. Und wir versuchen mal so richtig sneaky zu arbeiten hier. Nefertigus Totalus! Revelio! Ich muss mir diesen Unsinn nicht geben. Dreh mir noch einmal den Rücken so zu und bald findest du hinter dir nichts als irgendwelche Wilderer. Revelio! Wahrscheinlich hörst du nur deinen Magen. Revelio. Was? Was war das denn für eine Sprache? Wieso ziehe ich immer den Kürzeren? Benedicus Totalus. Revelio. Zeig dich! Na, kommt wer? Revelio. Revelio. Vielleicht sollte ich nachsehen. Ja, guck doch mal nach. Einfach nachgucken. Ah, siehste. Benedicus Totalus, Revelio. Expulso! Genau!
Revelio. Wo kam der denn bitte her? Und die da oben haben wir überhaupt nichts mitgekriegt. Revelio. Ja, wie dumm war das denn? Der hat gar nichts mitgekriegt gerade. Er hat einfach gar nichts mitgekriegt. Oh, RH, mein lieber Otto. Ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen und werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir schauert es bei dem Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse etwas stabilisiert haben, und ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bald erlaube ich mir dennoch, dir zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen. Voller Zärtlichkeit, deine Rosie. Rosies Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. So. Hallo, Ziege. Revelio. Oder Steinbock. Steinbock. Was? Warum reden die so? Los mit denen. Gottfried. Hä? Impuls. Back hier. Wingardium Leviosa. Aber sag, wieso kriege ich den da nicht raus? Revelio. Da oben sind aber auch noch drei, ne? Lumos. Revelio. Die reden komisch. Oh, da hinten haben wir noch was vergessen. Wie kann ich das tun? Ich hab da hinten noch Gold vergessen. Verwirrter Typ, muss ich sagen. Wirklich verwirrter Typ. Identifizierter Gegenstand für den Kopf. Da sind zwei. Da ist einer. Revelio. Der bleibt da oben, das ist sehr gut. Der kommt runter. Mein Verstand spielt verrückt. Revelio! Irgendwas geht hier vor. Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wir dürfen Feldcross. Ich weiß, dass ich mir das nicht einbilde. Okay, die kommen nicht runter. Die
Schatz ist, dann... Revelio. Ich habe... Hast du dein Testament geschrieben? Andere? Weg. Nun, dann machen wir das halt so. Wenn ich hören will, muss ich fühlen. Ganz einfach. So, dann gehen wir mal zu Nati. Nati muss hier irgendwo sein. Muss sie. Revelio. Ich verstehe nicht, was sie sagt. Alohomora. Klick, klack, open up. Haben wir Iskus Revelio Rapes Zauberstab. Ach, das ist Isco Rape. Mr. Rape, Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Der Typ ist doch nicht mal 16. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Ihnen? Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Nati kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Ja. Das kann ich auch. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ich sehe doch Ihr Mut aus, hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Mhm. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Alles klar. Dann machen wir das. Revelio. Muss da oben hin, ne? Ich dachte, da komme ich weiter. Okay. Mal sehen. Hey, what? Lumos. Blind. Lumos. Ah, hier. Das war zu leicht. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. Das war zu leicht. Irgendwie rauskommen war jetzt zu leicht, finde ich. Spannend.
Natsai Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, Natty und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natty. Ergibus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Klar. Was sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Naja, ihr habt ja auch. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Klar. Das steht doch nicht zur Diskussion. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Leviosa! Ach hier! Obada! Dumme Nuss. Typisch. Typisch Behörden. Vielleicht waren bestimmt deutsche Behörden. Wir haben eine Halsbekleidung. Umhang. Und ein unbekanntes Teil. Nun gut, dann haben wir was im Inventar. Das Gedichtband. Etwas in der Sammlung. Einen neuen Gegner. Und zwar einen einzigartigen. Hier, Gwendolyn Su. Gwendolyn Su wurde zur Folgebereitschaft erpresst und war eine widerwillige Informantin der Erschwinderinnen im Zauberministerium. Zaubereiministerium. Nachdem Gwendolyn erwischt und gefeuert wurde, musste sie sich Rockwood anschließen, um ihre Familie zu schützen und zu versorgen. Also unter Druck gesetzt auch noch. Schön, schön, schön. Was haben wir hier? Eine Turmspitze. Auch das ist doch schön. Eine Turmspitze wollte ich schon immer haben. So, dann haben wir hier im Kampf haben wir was abgeschlossen. Zapzarab, 12 berüchtigte Gegner müssen wir jetzt zur Strecke bringen. Alles klar. Was haben wir zur Sammlung bekommen? Ein Umhang. Oder beziehungsweise ein Kleidungsstück. Frage ist welches? Hier die Maske. Eine Eulenmaske. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Karte. Nein, eigentlich wollte ich auf die Aufträge. Die sind eigentlich wichtiger. Aber wir können erstmal verkaufen gehen hier. Das ist auch nochmal eine gute Idee. Erstmal. Dann gehen wir nämlich völlig leer. Die Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Lärm. Vielen Dank. Wir brechen gerade zu unseren Flitterwochen auf, nachdem wir mit der Hilfe unserer Heirat erzählt haben. Wünschen Sie mir Glück. Ihr Glück. Wie kann ich heute behilflich sein? Mr. Pippin, du kannst mir noch mal ein bisschen Müll abkaufen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. So. Dann gehen wir mal auf Aufträge. Die Schulleiterin spricht. Der Mann hinter dem Mond. Da brauchen wir noch ein paar. Melder Race. Aber wenn ich auf die Karte gucke, waren hier, glaube ich, noch ein paar Missionen unten, oder? Weltkarte. Genau hier. Da reisen wir hin. Da reisen wir jetzt hin. Eine Runde reisen, bitte. Der Reise, ich muss reisen. Das klingt irgendwie komisch.